Nummer 455. Ich bin jung und ich bin frei von der Sündensklaverei. Freudig folge ich dem Herrn Jesus Christ. Und ich wandre mit der Schar, die zur Heimat sich fürwahr, du in ewige Herrlichkeit ist. Ja, jung zu sein ist schön und doch, gerettet sein ist schöner noch. Gerettet sein und jung zugleich, nichts mag so glücklich und so reich. Ich bin jung und froh bereit, Gott zu dienen alle Zeit mit den Gaben, die Streiter Christi doch, darf im Kampf immer weichen noch fliehen. Ja, jung zu sein ist schön und doch, gerettet sein ist schöner noch. Gerettet sein und jung zugleich, nichts mag so glücklich und so reich. Ich bin jung und ja, ich weiß, dass der Kampf oft schwer und heiß und für Jesus zu leiden es gilt. Aber er wird mit mir gehen und mir treu zur Seite stehen, denn sein Wort er gewisslich erfüllt. Ja, jung zu sein ist schön und doch, gerettet sein ist so glücklich und so reich. Ich bin jung, das bist auch du, und mit Sehnsucht lauschest du, möchtest gern glücklich sein, so wie ich. Komm auch du zum Heiland heut, der von Sünde dich befreit, glaub es doch, Jesus liebet auch dich. Ja, jung zu sein ist schön und doch, gerettet sein ist schöner noch. Gerettet sein und jung zugleich, nichts macht so glücklich und so reich. Nummer 229. Gott verheißt dir im Worte ein völliges Heil, wenn du glaubst an den Sohn ist Erlösung dein Teil. Halleluja, mein Gott hat erlöst aus der Not, ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tod. Halleluja, mein Gott hat erlöst aus der Not. Ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tod. Ist auch einsam dein Pfad und gefahrvoll dein Stand. Sei getrost, denn der Heiland hält fest seine Hand. Halleluja, mein Gott, hat erlöst aus der Not. Ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tod. Halleluja, mein Gott, hat erlöst aus der Not. Ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tod. Unsere Lieben sind drüben im Heim, und sie singen dies Lied dort mit fröhlichem Reim.
Der Herr ist auferstanden. Einmal eine Geschichte für die Kinder, von der ich hier bei Ihnen älter sagt geblieben. Und wie die Eltern haben auch gesagt, er hat sich ein Video wird von Lieder geworden. Franz und Lise, wir sind zwei Kinder, die haben dort Kreuzes, die dort fährten. Die Eltern haben sich entschlossen, nun wurde sie wasch vor. Und dann so ist Ihnen älter dort auch einmal down, und dann hat er noch eine ganze Liste reit für Ihnen, nicht so? Das soll die daunen, sonst soll die daunen. Boven an, haben wir geschätzt, sind ein Allsound. Nun, ihre Liste sagt dann ungefähr so aus. Mein Papa hat eine Seier bestellt. Sie wurde das Haus besorgen und dort meint dann, sie würde mal alles aufwaschen, sie würde mal ausfähigen, sie würde mal die Flur waschen. Und dann soll es noch ein Bett, was reicht mir zu Unkas. Vielleicht auch was verschneiden oder so was. Und wenn sie würde träge sein und die Arbeit ferngedohnen wird, dann gab es ein Geschenk. Was würd ihr nun tun? Würd ihr die Arbeit haben, Prophezeier fern zu tun, dass ihr Geschenk redet? Franz und Lise dachten allemal, sie wüssten bei Peters, mein Papa. Dort wie noch sehr lange nicht sind. Und dann alle reden von Besarien. War noch sehr nicht. Zweitens, sei wieder gekennet. Nun soll er den großen Flürstock da einmal über die Flür tragen. Dort wie bei Seier viel zu schwer. Was endlich wörtlich nur wichtig wird, dort wird das Äther. Dort musste sie alle da. Dort können sie auch alle mit an sein. So sei dachte sie, das wird Gott sein, wenn sie dort da waren. Hatte sie die Schilestweige geschnitten, die Zöpfel und die Tomaten. Fertig. Nun hat sie gerade getan, was rasch wird. Was läuft, wenn mein Papa nicht war, drei sein? Wollen sie das Geschenk kriegen? Oder waren sie nicht? Was läuft wie Grauter? Wo die Jünger keine Belohnung für seine Arbeit ist dort? Na, da hat vielleicht Gott gemeint. Sein Anstock war nicht so reich, eigentlich, es würde noch was geben. Es würde ein Half geben, nicht? Das Jett kriegt man als große Mensch, das wieder von der Ochse dort tun. Wie wollen uns von der Ohr? 11 Punkte besäunen, wo wir an unsere Bibel falsch nennen können. Das ist wieder korrekt, dass die Tchenge fährten. Wie sei das von unseren Tchenge auch, besonders wenn in einem Mut ankommen, dann war die Dame alles besser gewesen. Und dort schien so sehr viel christliche, große Menschen von dir, die sagen, Lebenszeit an deiner Zeit. Immer beter weit ist der himmlische Vater. Der hat uns mal so zurück gekriegt, aus der die Bibel abschrieben hat. Dann wurde ganz beter geschenkt gekriegt. Ja. Ich will einmal seine Wort eingeschrieben in der Bibel, von Wort Gottes denken, wo du noch gekriegt hast. Und dann durab, weil wir seine dort ganz falsch essen, wie mit der Bibel angehen. Wenn wir an diesem Ziel damit angehen. Das erste Wort hat Petrus gesagt. In 2. Petrus 3. Da redet er gerade von diesem Menschen, der zu der letzten Zeit, wo wir eben da kommen, und was wir da kennen. Dort. Als ziemlich sei eine letzte Zeit mit seinem. 2. Petrus 3, Vers 15. Dort wird damals allendlichstes dort. 2. Petrus 3, 15. Und die Geduld unseres Herrn erachtet als Heil, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch schrieb. Petrus anerkannt, dort, was Paulus geschrieben hat, ist das Wort Gottes und das nicht ist das Wort Gottes. Dei anerkannt das noch. Wie von dir weiter Gott sei Dank, dass Paulus da einige Sachen angeschrieben hat, was das nicht Tradition wird. Petrus sagt das anders. Und was sage ich Petrus nicht noch von Paulus sind, Vers 18? Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht, unter welchen einiges schwer zu verstehen ist, was solche, die ungelehrt und ungefestigt sind, verdrehen.
Dat woord Gottes erst in gesprek net woord Gottes en dat die einzige waarheid. Dat onherkend Petrus hier. En dan jaf dat deze lied is aan entweder angeliert, der meinet vielleicht noch gar nicht schlecht, aber der ist angeliert oder sogar angefastet. Die haben nicht im Fasten gerannt. Da ich dann noch eine Antwort auf das Rittchen genommen, das Rittchen lesen, mit Trasche bei, und dann meint es Sound. Und Petrus hielt Jesus dort ab, wie sie es auch mit den anderen Schriften tun. Nicht, was mit Paulus sehen bleibt. Mit der Unterschrift der Kreuzau zu ihrem eigenen Verderben. Darum ist es so wichtig, die Bibel einfach so zu nehmen, als was er gemeint ist. So denkt Petrus da an. Was sagt Johannes? Eine Offenbarung, aus der Helde Schrift vor dich geschrieben ist. Offenbarung 22, 18. Da sagt Johannes so, ich bezeuge es jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buch hört. Offenbarung 22, 18. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, wird Gott ihm zufügen die Plagen, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Wenn du an das Wort Gottes wird bieden musst, wenn die Tempel irgendwann nicht ganz vor dich fährt, dann wird Gott die dein Pläne tun, die hier in der Offenbarung geschrieben stehen. In Angedreht, nein, Tieren. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, das ist nicht mehr neidisch, wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. So checkt Johannes noch. Nun lässt uns dort noch sagen, ja, das wird für die Offenbarung. Ja, aber wenn die Offenbarung Port von dem Wort Gottes ist und du so streng noch nicht gecheckt wird, wo erlaubt wir uns dann dort das, wo jetzt Dinge bitte erklären, oder was zu nehmen? Was hat Paulus gesagt? Ab zwei Städten. 1. Korinther 14, Vers 37. Er fängt endlich in Vers 38 an. 1. Korinther 14, Vers 38. Fahrrad hat die Korinther mal ein bisschen gerührt. Dort wäre ich nicht die Klüge, da habe ich mal gewusst. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Mein Student hat Gott nicht mal, wer es hat gegeben, nicht? Oder ist es zu euch allein gelangt? Bloß die hat nicht mal reich gekriegt. All die anderen sind wollen erfolgt, ja? Und dann sagt Jesus dir den 37. Vers, meint jemand, ein Prophet oder Geistlicher zu sein, erkenne er die Dinge, die ich euch schreibe, dass sie Gebote des Herrn sind. Wenn du die läufst, ein Geistlicher zu sein, du bist doch mal, wo wieder aus vielleicht fehlt von deinen Brüdern, Sestern, dann machst du ein Unerkennen. Das ist das Wort Gottes. Du hast nicht, was wahr zu nehmen, bitte. Und solange es, wie du noch einmal drauf mit sein, das nicht ehrlich sind, das sollt meine, dann hat Paulus das Urteil hier immer ans Klar. Du bist nicht jässlich. Und wie probe dort über Pferdestall? Jässlich? Check mal dort, meint nicht so. Du sollst mal rasch verstehen. Und dann hört er noch, es steht ab und falsch 38, ist jemand in Unkenntnis, sei er in Unkenntnis. Wenn du eine wenig weiter warst, brauchst du nicht. Dann blieben die Anweiten hat. Dann schrift hätte 2. Timotheus, das ist ein von den letzten drei Versen, Paulus den Kopf aufgehakt hat. 2. Timotheus 4, Vers 3. Er hat auch wahre Eier angefangen, oder in Vers 2, wo er dem sehr, sehr deutlich merkt, in Timotheus, in Vers 2, verkündige das Wort. Stehe bereit zu gelegener Zeit, zu ungelegener Zeit. Dort sind dort, dass die dort nicht so sind, die Menschen sind nicht reut für das, dass die dort mal sagen, wo sie dann nicht. Dort geht nicht am Reut sein, oder nicht. Nicht nicht die Zeit. Nur Paulus, die nur Ansicht nur, dann kann ich nicht sagen, du hast nicht Zeit. Die Menschen besäunen sich das vielleicht so, aber du predigst, überführe, strafe, rufe auf mit aller Geduld und mit Lehren. Und dann wurde er. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden. Und das findet ihr hier, und das findet ihr bei uns. Die gesunde Lehre, das ist ein Beto Winch, Beto Streng. So wird das wohl nicht gemeint sein. Ein läufender Gott, nie nicht. Die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer anhäufen werden. Anhäufen.
anhäufen, hübsch Lehrerschar, wo saß es um YouTube? Weißt du, ich habe Platz den, ich habe den, ich habe die Botschaft hier, ich. Lehrer anhäufen nach ihren eigenen Lüsten. Da, wenn sie erklärt, dass man kracht, ist mir das noch einmal gelutet hat, dass das man soll. Und sich die Ohren kitzeln zu lassen. Und sie werden das Ohr von der Wahrheit abwenden und zu den Fabeleien hingewendet werden. Der Wahrheit, was war es genommen? Wo bleibt die Wahrheit dann? Und wenn die eine Wahrheit nicht was so hat, wo hört es ab? Und dann noch, was hat Jesus selbst gesagt in Matthäus 5? Matthäus 5. Vers 17. Du beschuldigte die Pharisäer, Jesus wird zu tun, was er nicht tut. Uns würde sie von dir Madrasch beschuldigen. Wenn die Pharisäer hier von dir wären, uns das würde sein, bei uns würde sie das Madrasch tun, wenn wir sind Doktor machen. Jesus, wir nicht. Matthäus 5, 17. Meint nicht, dass ich kam, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Er kommt nur nicht zu sein, das ist nicht ehrlich, sind nicht. Sonst komme ich nicht. Ich kam nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, wird auf keinen Fall ein Jota oder ein Strichlein von Gesetz vergehen, bis alles geschehen sein wird. Und dann steht, du sagst, das trägt noch so, dass mehr der Himmel in ihr würde mal weich sein, als dort das Wort Gottes auf einmal nicht eine Jährlichkeit hat. Aber ich habe noch Peter. Nehmt ihr. Wer immer also eines dieser geringsten Gebote auflösen und die Menschen so lehren sollte, wird im Königreich der Himmel ein Geringster genannt werden. Gerade dort, wo wir glauben, eine große Jäßlichkeit fährt zu strohlen für andere Menschen, du sagst, Jesus ist am besten von den Kleinsten. Du sind die geringen Gebote, so weit wie auch die Bibel in 9. lesen, geringen, welche Gebote, das ist nicht so wichtig. Und dann sagt Jesus, wenn wir von der geringsten Gebote ein Ablöse worden sei, das ist nicht mehr jährlich. Dort wird der Kleinste heute. 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht reichlich mehr ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall in das Königreich der Himmel eingehen. Wenn du nicht Gerechtigkeit nicht besser wird sein als dort, alle wären an Rampühle. Dann wo je dort Königreich der Himmel nicht sein. Und dann sagt Jesus noch so steht. Und hat die Jüde, Jesus hat es, Gott hat euer gesagt, wenn wir Eltern haben, dann sind die Kinder verantwortlich, die Eltern zu versorgen. Dort werden gebaut am Mosebeet. Und hat die Pharisäer sich aber gedacht, mein Opa, hübsches Geld, die hat die bloß nur die Aule lieben, die Brücke wird auch nicht. Wird nicht später sein, dass Geld ging lieber in die Gemeinde kosten? Dann hat sie gesagt, wenn auf einmal einer von den Kinder dort Geld, was er endlich für die Eltern geben, wo die Jungen bloß sagen, Korban, fertig. Ich würde das, weil ich geben wollte, aber nun hat Gott das gegeben. Brücke die Eltern dort nicht geben. Können sie weiter. Und dort sagt Jesus, dort hat Jesaja Fan verstanden. Selbst alle Wehe haben wird erklärt, hitzig, sei er jäßlich, jetzt doch in die Gemeinde. Und dann hat Gott seine Gebote aufgehoben, futtgedohlen. So denkt ihr diese in der Sehen Gottes selbst, eben wenn wir uns wieder ohne Schrift dran zu pülen. Wo wir von der Säue mit geplärt sind, dort erst wie wir keine Verantwortung, dann stellen wir alles an Frau. Dort hielt sich, so wie ich sage, nie schwierig, was die Bibel sagt. Dann fehlmals stahl wie diese Frau. Was meint er da wörtlich? Dort hielt sich so, uns fehlt noch mal einmal, da wohin zu kommen. Noch weltlos nicht. Aber wie weit es sei, sei Gott. Den Moment, wo ich was sage, nie weiter, was er da meint, dann wurde die Menschen mit dem Finger, wie sie kennen, sei, dann dauert. Solange ich sage, komm, was meint er? Von mir keiner verantwortlich haben. Feine mir haben es da abgebüht. Nun schreit doch mal noch. Weißt du nicht, was das meint? Weißt du, Jana sagt so, Jana sagt so. Wer weiß?
Dort hängt uns Säuer an. Dort ist nicht das Wort Gott sein, wird gegeben hat. Er gab dort dem Gehorsam. Das nicht. Ein anderes. Uns scheint sich so, wenn wir ein Bibelfers haben, je mehr wie du von Tjane Wort sagen, dort könnt ihr so und meinen, dort könnt ihr so und meinen. Und dann haben wir da 5 Saas-Meinungen und interessanterweise noch Meinungen, die ganz ein gegen das andere gehen. Dort stellt fair, wie so ein großer Bibelstudierer. Und wenn dir das noch nie nicht abgefallen ist, ich finde noch nicht, dass Jesus Säuer erklärt hat, was von Gott allein für Bibelstudierer geben wird. Für Bibel Dauner ja. Und dort stimmt doch, wenn wir da staunen, weil er mal, wie auch die studiert hat, wie Mathe weiter, was die Bibel sagt. Aber wenn wir durchstunden bleiben und dann noch dort ist dort Dauner. Pass mal ein Beispiel, der Buch Sprüche. Dort ist das praktischste Buch, was die Bibel hat. Ein falsch lesen, dann kannst du nicht Dauner gehen. Vor dich. Aber kann das nicht noch jästlich gemeint sein? Nee. Nee, das kann ich. Vielleicht kostet du jästlich Wort von Lehre. Können wohl sein. Aber dort hat Salomo einfach geschrieben, guten Donut. Der Ratste aus dir, wer das Wort Gottes liest, in dat. Nicht Klampes Erklärungen davon bringt. Ein anderes Wort, wenn es angewandt hat, in der Bibel ranzumerken. Und verhebst das Oude Testament, du hast es auch mal bei einem Rammgespinnt. No, das wird für Israel, das wird für Israel, das wird für Israel. Ob es du einmal eine Sache, die uns gefällt. Woran würden wir dort von dir nicht auch kennen? Was ist die Mutstab bei uns, der Janka? Mal ein Beispiel. Dann wird es so, ja, ab und ab, wie wir auch noch mal, wo die Rams haben. Und wir sagen noch nicht, aus Rasch oder Arasch. Noch mal bloß, woran das Arasch erst so zu denken ist, wie denken. Wo bleibt aber die erste Handwand am Drums jetzt? Psalmen. Sieh, die Psalmen sagst du auch, verhebst noch die Letzte mit Pauken und mit Jedewa und Jedown. Woran nicht auch für uns? Ja, aber woran waren wir dann auf einmal, wo ein Gebot im Alten Testament fängt, dort ist bloß für das Arme Israel gewesen. Wie merkle Kraxer Rames uns dort jankert. Und wenn uns jankert im Mutstock ist, wo scheif wird das Christentum vor? Und nicht gesehen von Gott. In der Neue Testament dürfen nicht sehr viel besser. Verhebst den Korintherbrief, der hat von Moll ein den Stempel gekriegt. Boom, das wird für Korinth, das wird für Korinth, das ist nicht für uns. Und Paulus hat korrekt in dem Brief noch gesagt, wenn einer von denen jästlich ist, der wird weiter, das ist von Gott gebaut. Dann sah wie nicht jästlich. Aus Hitler ohne Macht kommen, da wäre die Christen nicht viel mehr viele von dir aus. So eine Verrotz, wo einer sich hier ein paar Hunden absagen kann, dann kann einer mit den Verrotz tun, wo einer will. So ja viel christliche Gemeindes, die Leute das Oude Testament rein ganz rüht. Willst du nicht heute dir einer gesagt, dort wie für die Jüdet, wie nicht für uns? Wo weit oft wird wie von dort am Sahne? Oh, wir haben ja sehr klar, soll dann wohl noch ein zweiter Hitler kommen, da wird noch alles. Wollen wir wirklich? Wie werden wir uns dort nur in dieser friedlichen Zeit alle Wege im Raum zu weilen? Er hat noch das Beste, was wir da nicht haben, als Charakter für Jästliche. Dort ist gar nicht, dass uns das Jästliche so viel leichter zu verstehen ist. Bloß wie gleich, dort immer war ich von Jästliche zu reden, von Jästliche. Wenn du kein Mensch so wirklich mal mit dem Finger wiesen sei, oh, du bist ein Arach oder Arach. Wenn das Jästliche ist, jemand. Dort, wo die Bibel auf einmal gebaut hat, wird üterlich zu sein wie wir. Dort sind die Sachen, was wir gleich hätten für Jästliche. Willst du, wenn wir dort üterlich tun, dort sie einmal so klar zu sein, aus deinen Gehörsam besser oder nicht? Damit wird schon für Jästliche. Kannst du aber keiner, wo rechte. Mark Twain, stets eher Humorist, hat so gesagt, mir tröble gut die Sache an der Bibel, was ich gut verstehen kann. Mir tröble die Sache viel Dollar, was ich krank weit, was ich tun soll. Und das ist bei uns auch so. Ob einer steht an Gehorsam zu sein und dort zu tun, dann merkt man, dass das viel drucker. Viel leichter wird zu sein, bloß zu sagen, na dann hat Gott das gesagt und tun. Wie merken Sie das selbst schwer? In grem Säu, das Wort Gottes wird aber so uninteressant ist. Noch eins. Wir haben uns verblendet, Leute,
Meinung, wird 100% eingehend anderes ist, ich kann bedrach sein. Wo es sonst hergekommen. Und 449 nach Christus, dann gab es eine große Meeting, die erste wie 325 alt war. Und 449 gab es auch eine. Der heute Konzil zu Ephesus, wo von der war ich die Dollar an diesen Namen fange. Schnappel-Meeting. Schnappel-Meeting. Da kommen die großen Church-Lehrer staub und dann wird bestimmt über irgendwas und dann sind sie sich uneinig. No, der eine Gruppe hat gesagt, klar, Jesus, wir ganz Gott und das nicht. Der andere Gruppe sagt, nee, der wir korrekt so Gott und korrekt so Mensch. Das habe ich nicht verstanden, aber wir beides 100%. Dann werden sie sich uneinig. Aber da war ins Westen noch, das Jaff den Raschen in Arach. Und das ging sogar so weit, die verdammte sich mit Schnappels. Wenn das Mott in Arach in den Arach gebe. Wie von dir sind Fehlbeter, Fehlgelieder? Oh, wenn du anders läufst, naja, da hat es jeden Tag zwischen dir und Gott. Wie will uns das nicht, das Arach zu nennen und Arach erst? Wie meine Ware, das ist ein sehr Wunderwort für eine Jäßlichkeit. Wie sind tolerant, wie holen Fried. Die Frau ist, wohnt es Arach. Entweder eint es Arach, eint es Arach, oder sogar beides es Arach. Aber beides Arach, wird es dann noch Wahrheit. In unserer Bibelstunde würde von dir vielleicht auch besser sein, in Meier Frucht bringen, wenn wir mit Schnappels Bibel studierten. Aber nee, doch nicht so. Sonst wird wie nicht. Na nee, kriegt wieder auch nicht. Wir haben Fred. Und du wurde dann auf einmal mal ein Bett heute hergehen und konnte einer haft eine Meinung verteidigt, der sei ein Störtchen, der andere haft auch die Meinungen, weil kriegt so klar, dass alle rückbringen. Dann wollen wir das Schwindware abhören. Nee, 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 nicht streiten. Kriegt, da ist im Streiten, wird wie noch mal weiter. Wohnt es nur die Wahrheit? Dann wird wie mal eine Bibel anblättern, dann merkt man, was aus ist. Du wurde vier noch mal anfangen zu brennen, jetzt verschwindet Wut, Eva, habe das mal gelacht. Die Wichtigkeit ist auch, ich würde von sein. Jetzt uns dort um die Wahrheit zu verteidigen, er will auch reich sein. Du hast auch zu unterscheiden. Aber wenn uns dort um die Wahrheit geht, dann darf ich nicht ein Bett durchbetten, nicht ein Bett still sein. Wir haben uns angebildet, Gott sogar fährt zu sein, woher uns ein Tag rechte wird. Wichtig ist, ich würde von sein, du dort deutsch. Dort ist das Wichtige. Wie Gott auch? Wie Gott hat das bloß am Gehorsam oder an Gehorsam. Das ist alles. An Gehorsam mit den Rechten sein, dort scheint bei uns auf einmal auch noch wo passend zu sein. Na, aber die Leute, die dort mit den Gauten sind. Ja, weil es der Haftjahren bestuhle, aber dort wird ihm den halten, dann schaue ich dort nicht Arach an, oder? Klar, dort wie ich stuhle, stehle es Arach. In einer Bibel kriegt es so. Dort schafft den Arach in den Arach. In besonders steht eine. Korrekt wird Paulus und Timotheus gesagt haben. Wenn von dir wer mal will in der Bibel schulden, der braucht nicht mehr eine Wappoka vor. Der braucht nicht mehr Faithbuilders besiegen. Dort riecht auch, wenn der im Internet alle Wege rumkläft. Warum ist das so gefährlich? Wie kann die Lebens von den Prediger nicht mal? Und Nummer 1 Ursache, warum uns dort so gutlich ist, als krank bin, dort. Wenn dein Pädias erklärt, dass man krank ist, dass uns dort jankert. Und wie poche Judentau, so viele Botschaften haben wir all die hier, dass ich diese Welt. Pädias, sagt die Eure Tante, exil 23 Mal durch die Bibel. Von da wo, sagt die Pädias, und wie viele Mal ist die Bibel all durch die? Dort ist die Frau. Wir brauchen gar nicht um YouTube alle Wege Seite um die Wahrheit zu finden. Wenn das ist ein Wort, die Wahrheit hat unsicherhaft, wird das nicht unsicherhaft. Die Wahrheit wirst du finden, auch wenn China die dir gesagt hat. Dort ist vielleicht hier ein sehr handig, wenn uns auf einmal mal wer die Wahrheit gewesen hat. Und dort heute nicht, dort alle Prediger, was wir nicht um YouTube hören können, dort die alle nicht die Wahrheit gepredigt haben. Aber wie gehen du gerade mit dem nun bloß auf, aus dem Trächter? Nein. Dort ist das Gefährdliche. Wenn dort eine Wahrheit ist, dann wirst du dir selbst auch gefangen haben im Lesen. Du brauchst gar nicht alle Wege, die dort hergeholt haben.
Wie hat uns die Werk der Bibel ein unwichtig und wichtig zu ihr teilen? Red ab einmal mal, wer von einer Gemeinde fehlt vielleicht mal Geld. Ja. Oh no. Viel welcher wird Mission sein. Mission soll wie mal tun. Wo hat wieder Weisheit her, dort zu ihr scheiden, wenn wichtig und unwichtig ist? Dort ist gar keine Weisheit. Dort ist eine faire, heichelnde Jässlichkeit. Und dann, aber wenn es mal passend ist, dann brauchen wir den falsch, wie am Kleinen nicht drü ist, was am Grauten auch nicht sein. Woher hier nicht auch? Die praktischen Dinge, wenn wir da nicht mal an drü sind, wo gleich wo wir am Jässlichen drü sein können? Ein, was sogar hier bei uns über Konsul gekommen ist, da, wo du dich mit Gott fällst. Da, wo du dich mit Gott fällst, dann redet Jeremia von hartes und versäudert und vertrotztes Denk. Nu selber kriegst du es auch auf dem Status irgendwo. Und follow your heart. You follow your heart. Und du weißt, du kriegst, wo du lohnt warst. Eine Verdammtnis. You follow your heart. Du, da dein Hart genug. Da, wo du dich nur fällst. Dann ein Tag warst du vor dem großen Recht der Stunde. And follow your heart. Vor dem großen Recht ist das nicht durch. Und das geht, hast du mein Wort gehorcht. Bist du gehorsam? Du hast es gelesen und du hast es getan. Voll dir, du getreuer Knecht. Nun haben wir hier zwei Fälle. Und wenn wir uns das beobachten, dann hat er nur noch. Je älter der Mensch wird, dann will er einmal nur eine voll nennen, und die jüngere Menschen wollen viel leichter als die andere. Bloß wenn dort anders ist, was wir nicht einmal gelehrt haben, dann muss das reich sein. Bloß wenn dort anders ist, dort ist für uns junge Menschen die voll. Wir sind immer uit, nur nie, nur frisch. Wenn auf einmal wer mit was nicht ankommt, uns jung hat, also jeden Mal was nicht, dort alle, dort ist uns so langweilig, dann nehmen wir dort an als Bojahl. Das muss das sein. Und war er der ältere Christ unter uns. Bloß wenn das anders ist, dann konnte es nicht stemmen. Und dein Fall, weil wir alle nicht fallen. Ja, und dann heute so die Ölknie, im Sommerfall, der redet immer von, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Wenn das bei uns auf einmal drauf uns hat, dass uns eine Sache nicht jankert, dann wie wie Kraxus es dort trägt. Nee, so haben wir das bei uns nicht gehört. So haben wir da wirklich rückgekommen? Wie wiese nur die Elknen in der Sommerfalle? Der herrscht hier bloß einmal näher ums. Bloß einmal näher ums. Woran macht wie dann, wenn wir auf einmal einen Punkt bewiesen wollen, so ist dort, woran macht wie dann auch sein, der Jan Predier sieht? Wir sind ein bisschen zu staub. Wenn dort eine Wahrheit ist, dann kannst du Janem sie nur mal mit dem Spall lauten. Dann hast du die Wahrheit selbst angenommen, so ist dort nicht. Deshalb Punkt da. Der hat dort von dir aber durchgeführt, und ist dann zum Wunder. Dort uns dort nicht mehr Frieden merkt, das Wort Gottes zu lesen. Weil die Jahre wenig ist dort nicht auf einmal was Geistes gemeint sein. Wolltest du sagen? Dort hat Wort Gottes uns nicht mehr beeindruckt. Wow, sonst sag ich das du. Das packt mir. Hier kriege ich mir zu sein. Dort kann ich, wenn das unsere Mutstaat hier sein wird, wie die Bibel erklärt. Uns fasziniert das gar nicht mehr. Endet. Allerschlimmste. Das Allerschlimmste. Das verändert doch nicht mehr. Epheser redet von das Wort Gottes, das ist ein Schwert. Wie hat Krieg mit diesen Aufpunkten und das Schwert so lange ran geschafft, weil das ganz stumpf ist. Und wundern uns, warum das Wort Gottes uns nicht mehr verändert. Nicht bloß was wie beklauen, das Wort Gottes schien uns nicht mehr so kraftvoll. Wie hat ihm die Kraft genommen? Wenn dort einer weiß, alles das, was meine soll, wenn dort einer weiß, nicht mehr jährlich ist, und dort ist, so aus Dominus, dann haben wir den Schmack abgestellt, das wird die Tänger auch, stellen wir den Schmack in der Rie, dann waren wir schon eine fein lange Hand und tux weinen ohne, und dann rummelt und dann licht alles. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Nahm du eine Sache in der Bibel ab,
wo du eine Frau Eva hast, ist dort im Zweitlich noch jährlich ist, wo wird der Domino die Abhörer mit durchfallen. Die Sache ist bloß diese, hier in der Bibel, der hat nicht so hostig. Von der ein paar Monate wieder vielleicht das andere. Warum hat wieder nicht das Wort Gottes studieren, wenn dort dann das nicht alles so arisch ist? Vom Anfang an, dort fing wir in der Bibel also, Paulus luft immer da, je hat Charakter so getan, als was er gesagt hat. Da bin ich noch lang, Frau. 1. Korinther 11, der zweite Vers, da sagt er, ich lobe euch, dass ihr meinen Geboten gefolgt seid. So sagt er, ich lobe euch, die hat Charakter so getan, als ich besehen. Die erste christliche Gemeinde, die abgestohlen ist, das ging nie nicht am lang um die Zwiebel. Das ging bloß am, was steht dort down oder was steht dort nicht down. Wo wir unsere Herkunft von haben, aus unserer katholischen Kirche gegangen war, der war der Täufer, Anabaptisten, das ging immer durch, aber der wieder dafür bekannt. Da studieren nicht immer alle Hund, die lesen und down. Dort haben sie die Menschen. Im Bett von dir sind dort auch immer die Kinder Gottes, wird unsere Mannschaft einmal abwirken. So zu sagen, kindlich das Wort nehmen und lesen. Und ich sage das hier in Matthäus 5, Vers 11, selige seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und jedes böse Wort gegen euch reden, meinetwegen dabei aber lügen. Da meint ob es krank sind. Ich fall Gott nun, ich habe mich geschämt, habe mich sogar verfolgt, habe mich alle Hand bei sich gesagt, aber ich habe gelernt. Dann sage ich das hier, dann stehe ich reich. Und es am Gott sind toll was. Oder meint er bloß dort? Was sagt er in Vers 12? Freut euch und frohlockt, weil euer Lohn in den Himmeln groß ist. Oder dann kann ich nicht einen Lohn erwarten. Das sagst du, du bist kreuzend dort. Oder wenn wir dann auf einmal nur Römer blättern. Römer 12. Und dann lesen wir dann von Vers 9 wieder. Die Liebe sei ungeheuchelt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ich soll mir nicht so daune ich habe im Leib, wenn ich eine wenig habe. Wo meint ihr das? Du nicht heuchle mit deinem Leib. Dabei seid solche, die das Böse verabscheuen. Wo meint ihr das? Dass alle Beise einfach ein Aufschuh haben. Nicht doch eigentlich deine Handziele. Fut hier. Was noch? Dem Guten anhangen, das Gaude hängt heran. Das meint das Kreuzsund. Dort ist der Wahrheit, die Bibel zu studieren. Das habt ihr gesagt, das habt ihr gemeint. Was sagst du dann? Werdet nicht solche, die bei sich selbst klug sind. Oh, dort trifft mich. So leicht, weil ich mich immer für klug hole. Ich weiß das alle. So soll ich mich nicht holen. Was noch? Wenn dein Feind hungert, speise ihn. Hier steht nicht, wenn dein Feind hungert, steck ihn ins Gefängnis. Da gehört er hin. Speise ihn. Wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Wenn der auf einmal wo mangelhaft ist, dir ihn findet, das ist ein armer Mensch. Gut oder doch. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. So studier wie die Bibel. Lese in Daune. Aber dort kriegt, was uns nicht jankert. Dort ist es einfach. Dort stellt nicht schwer. Wollen wir beten? Vater im Himmel, verzeih uns. Dass wir so trocken waren bei Bibelstudieren.
Nicht willst du die Bibel studieren, Arach erst, aber wie deutet das für uns und nicht für die? Wie wollen Hane Menschen sollen auch noch mal machen, wie weißt du was? Aber die habe ich keine Ehe gegeben, oder? Wie habe ich getan? Himmlischer Vater, dann wird es dein Ödel, du Eva. Das sagst du ihm, wo dann sagt, sei er dietlich. Du hast streng gesagt, wer diese meine Rede hielt in Dät, dort ist ein klüger Bühmeister. Da büht ab Stein. Du hast auch gesagt, wer das bloß hielt. Wer du nicht mehr Dät, dort ist die Törichter, die büht ab Sohn. Und so eine Sohn Bühmeister selber auch gewasst. Wir haben es von hier und von dort beeinflusst, Leute. Und dort erkennen wir von dir, wie ein schlechter Einfluss. Willst du da von uns nicht dorthin gebracht, dass wir gehorsamer werden? Aber kriegst du, was Paulus sagt, dein Lied, was uns dort deide, dein Bluse ab. Gleich wie sich wer zu sein hat, auch keine Erkenntnis von der Wahrheit. Und Herr Jesus, ich brauche dich am Eint. Lut uns diese Wahrheit, was du hier von dir und dein Wort uns deutlich gemerkt hast. Diese 11 Punkte sind nicht an dein Wort, aber wenn wir dort gelesen haben an dein Wort, dann sei wie diese 11 Punkte machte schändlich zu Grund gehen. Die können nicht bestehen bleiben. Halt uns dein Wort so zu glauben, dass du erst. Dort wie mit nie im Maut waren, dein Wort lesen und mit Wort falsch gelesen haben, dann war wir gleich weiter, sonst steht hier sich nicht zu tun. Dankeschön, dass dein Wort so einfach ist und du hast sogar gesagt, den Darm gehabt, wo sich dabei eine Trache finden. Wie bete die, schenkt so viel Licht kriegt, was sonst nicht fehlt. Und ja, von der Kraft, deine Verherrlichung zu daunen. Zu daunen. Die hätte ihr, Herr Jesus, um die hättet. Dankeschön, dass du uns geläuft hast. So ist das, China. Ich danke, was ihr wollt, wenn wir dein Leben nur upe und so leben, als was du tun hast. Kost du dir an uns frei, Herr Jesus? Komm bald drei. Amen. Weil wir singen Nummer 591. Nummer 591. Yeah.
Nun so will ich dich bewahren, Zungbi. Was sagst du, Jakobus? Seid aber Täter des Worts, nicht Hörer allein, nicht Studierer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Wir beten noch einmal. Dankeschön, Herr Jesus, dass du uns gehört hast und dass du uns diese Gelegenheit von dir gegeben hast, zu lehren. Halb uns nicht zu daunen, dass du verherrlicht wirst. Dankeschön, dass für uns die Zeit noch nicht aufgerannt ist. Wir danken dir, dass wir uns ihnen unterhaben als die Schwester. Und halb uns enger verbunden zu werden. Auch der Stiefsum, dein Wort rasch beworden, der raschte Lie. Und dass wir wollen gerne wahrlich sein, auf einmal unsere Seite zu sie zu leihen, dass es jetzt an der Wahrheit, dass es nicht an mich, dass es nicht an den anderen, an dein Wort jetzt hat. Schenk du Einigkeit und Gehorsam. Möcht der Herr uns sehen, möcht er uns bewahren, möcht ihr immer daran denken, hei, es ist schön down. Amen.